Die zentrale Notaufnahme des Hümmling Krankenhauses in Sögel ist ja die erste Anlaufstelle für Patienten mit akuten Beschwerden. Es ist so, dass wir sowohl Patienten aus einem Rettungswagen empfangen, als auch fußläufige Patienten. Es ist so, dass die Patienten mit akuten Beschwerden primär hier versorgt werden in der zentralen Notaufnahme. Dieses geschieht 24 Stunden am Tag. Das Team hier in der zentralen Notaufnahme ist sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir pflegen einen engen Kontakt. Es ist ja ein relativ kleines Krankenhaus, sodass wir keine langen Entscheidungswege haben, sondern die Patienten werden von den Ärzten gesehen und umgehend versorgt. Der Vorteil unserer zentralen Notaufnahme ist, dass wir die Möglichkeit haben, durch unsere interdisziplinäre Aufstellung die Patienten sehr schnell zu versorgen, adäquat medizinisch zu versorgen und dass der Patient auch in den richtigen Fachabteilungen aufgenommen wird und dort das weitere medizinische Vorgehen besprochen werden kann. Wir haben hier in der zentralen Notaufnahme Gott sei Dank zwei Fachärztinnen, eine Fachärztin für Chirurgie, die Frau Otomo, sowie eine Fachärztin für Innere Medizin, die Frau Dr. Kertis. Die beiden Ärztinnen kümmern sich in der Regel Arbeitszeit nur um die zentrale Notaufnahme und sind ansprechbar bei Problemen. Die Wartezeiten in der zentralen Notaufnahme sind vor allem dadurch begründet, dass die Patienten ja mit einer unterschiedlichen Fallschwere kommen. Die Patienten werden triagiert bei Aufnahme. Dort wird geguckt, wie schwer krank ist der Patient. Die lebensbedrohlich erkrankten Patienten werden natürlich umgehend von unserem Personal behandelt. Wenn ein Patient jedoch nicht lebensbedrohlich krank ist, sondern eher chronische Beschwerden hat, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Hierbei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Diagnostik. Einmal wird natürlich Labor abgenommen, das Blut wird untersucht auf verschiedenste Parameter hier im Hauslabor. Zudem besteht die Möglichkeit, umgehend Ultraschalluntersuchungen gleich in der zentralen Notaufnahme zu machen. Und auch weitere diagnostische Möglichkeiten wie EKG, Sauerstoffsättigung sind hier in der zentralen Notaufnahme möglich. Falls weitere radiologische Untersuchungen anfallen und gemacht werden müssen, führen wir dieses in unserer radiologischen Abteilung durch, wo halt Röntgenuntersuchungen, CT-Untersuchungen, aber auch MRT-Untersuchungen des Körpers durchgeführt werden können. Hier beherbergen wir ja die innere Medizin, aber auch chirurgische, gynäkologische, urologische Patienten werden über die zentrale Notaufnahme dann in die jeweilige Fachabteilung gelegt. In den Fachabteilungen dann kümmern sich die Fachärzte weiter um den Patienten im weiteren Verlauf. Es besteht aber auch die Möglichkeit bei akuten Problemen, dass Fachärzte des Hauses hinzugezogen werden können. Zum Beispiel ist es so, dass die Chefärzte der Chirurgie oder der Inneren dann halt in die zentrale Notaufnahme kommen und sich die Patienten selbst ansehen.